Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys bei meinem Sponsor. Mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht, YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Es ist Samstag, es ist 10 Uhr, zumindest wenn ich dieses Video freischalte. Ihr könnt es natürlich auch viel später schauen. Egal, wann auch immer du das Video schaust, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum im Hintergrund kein Black Ops 4 Gameplay läuft. Ich dachte mir, ich pack mal wieder ein Oldschool Black Ops 2 Gameplay in den Hintergrund, dass auf jeden Fall was Schmackhaftes für euch dabei ist. Denn heute geht es um das, was im Titel steht. Und zwar 3 Monate, wobei wir haben vielleicht schon, wir haben Oktober, November, Dezember, ja gut, wir hatten einen halben Oktober, fast 4 Monate, hatten wir jetzt Black Ops 4. Und dieses Video ist die Abrechnung, das Urteil mit diesem Spiel. Und ich möchte euch die gesamte Story von mir und Black Ops 4 erzählen und was am Ende jetzt meine Einschätzung ist. Natürlich ist man noch nicht am Ende des Zykluses. Der Zyklus geht wahrscheinlich wieder bis Oktober und dann haben wir wieder alle Hype und freuen uns wieder drauf und werden wieder enttäuscht. Nein, Spaß. Leute, ihr müsst Folgendes wissen. Ich habe Black Ops 4 richtig geliebt. Und das ist ein großer, großer Unterschied zu den anderen beiden letzten CODs. Ich muss dazu Folgendes erzählen, und zwar der Sommer war für mich, habe ich euch erzählt, ich habe relativ viel gezockt letztes Jahr. Ich habe viel Fortnite gespielt, ich habe viel gestreamt. Und Fortnite war immer so ein Ding, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass die Lampe ausgeht, es geht hier aber gleich wieder an, warum auch immer. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber ich war einfach nicht auf einem Level in dem Spiel, auf dem ich zufrieden gewesen wäre. Und das, danke dafür, hat mich immer so ein bisschen geärgert. Das heißt, ich war einfach spielerisch nicht da, wo ich hin wollte. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit so sehr auf die Beta für Black Ops 4 gefreut, die dann letzten Sommer auch kam. Als die Beta dann gekommen ist, habe ich das Spiel, also so gesuchtet, habe ich keine Beta vorher. Es gab ja auch vorher erst bei Black Ops 3 die erste Beta, bei Infinite Warfare die zweite und bei WW2 die dritte Beta. Es gab ja erst davor so ein paar. Und die Betas waren immer für mich Suchten, aber nicht so wie im BO4. BO4 war krass, weil ich halt generell im Zockmodus war. Und es ist ein Treyarch-COD. Und sind wir mal ehrlich, ohne Treyarch-CODs würde ich jetzt hier nicht sitzen. Black Ops 2 hat mir damals den Weg geebnet und Black Ops 3 hat ihn gefestigt, sage ich immer. Weil das ist so gamingmäßig das, was einfach am krassesten war. So hier, Black Ops 3 war auf Scorpion Place einfach das krasseste. So, das war auch eins der wenigen CODs. Ich habe da mit den Verkäufern, also mit Jungs aus der Sales-Abteilung von Activision gesprochen, von Activision Germany. Die haben auch gesagt, Black Ops 3 war eins der wenigen CODs, die sich im zweiten Jahr mehr verkaufen als im ersten, also in den ersten 2 Monaten. Weil die meisten Spiele haben halt einen Anfangshype, werden dann später nicht mehr so krass verkauft. Und das Spiel ist einfach noch quasi später, man sagt immer, viral verkauft worden. Also quasi über Verkäufe, die sich über Mundpropaganda und so vervielfältigt haben. Und das ist quasi so der Beweis dafür, okay, Black Ops 3 war ein erfolgreiches COD. Das habe ich auch auf YouTube immer richtig krass gemerkt. Okay, dieses Spiel kam einfach mega gut an. Da kam Black Ops 4 raus und die Beta war richtig geil. Aber die ganze Zeit hatten wir alle im Hinterkopf dieses Gefühl, boah, das Spiel ist richtig geil. Aber der Orbi fehlt noch. Aber der kommt ja sowieso, ne? Haptic hat das ja damals gesagt, der Orbi wird kommen, weil er das von irgendwem gehört hat. Und er ist ja nicht schuld dran, sondern er hat es einfach falsch verstanden oder es wurde ihm eine falsche Information gegeben. Und deswegen hatten wir uns ja alle drauf irgendwie versteift, okay, der Orbi kommt safe. So, und dann kam er aber irgendwie nicht. Und es ist irgendwie so ein bisschen weird vielleicht, das zu sagen. Aber für mich hat das einen großen Unterschied gemacht, weil das Geschwitze ist ja wirklich abnormal geworden. Und ich bin der letzte Typ, der eigentlich das Spiel an sich flamen will, weil ich denke mir immer, Alter, die Leute sitzen da und stecken so viele Jahre Arbeit rein. Und die Spielmechaniken funktionieren ja quasi. Es gibt ja nicht so krasse Bugs, weil ich finde immer, es wird immer krass über viele Details geurteilt, aber man kann geradeaus laufen, man kann schießen und ich finde, das ist auch okay. Und ich finde, dass man nie vergessen darf, dass auch da viel Arbeit drin steckt. Natürlich ist der monetäre Ansatz sehr, sehr weit oben. Natürlich geht es da um die Kohle am Ende, aber kein Unternehmen der Welt, was gewinnbringende Ergebnisse in der Bilanz haben will, geht nicht auf Kohle, weil es einfach alleine dieser Satz ist schon ein Paradox, das geht nicht, ne? Und wenn du Kohle verdienen willst, musst du halt auch Kohle verdienen, so. Und das Problem ist aber, dass die Details bei Black Ops 4 viel kaputt gemacht haben, wie ich finde. Ich bin der letzte Typ, der Waffen flamed und so. Das ist auch nicht mein Ding. Von mir aus kann jeder einen Titan spielen oder eine Hades spielen oder whatever, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn du davon auf die Fresse kriegst, es selber auspacken kannst. So. Aber es ist natürlich so, dass die Spezialisten... Ah, das ist anders. Weil
Am Anfang dachte ich, okay, es ist noch nicht so schlimm, aber dann hat es abgefuckt. Dann hat es richtig abgefuckt und jetzt fuckt es mich auch richtig ab. Aber das Geschwitze ist auch einer der großen Punkte, die abfucken. Und dagegen kann man halt nichts machen, weil die Spieler sind nun mal besser geworden und die schlechten Spieler spielen kein COD mehr. Die schlechten Spieler spielen jetzt Fortnite. Es ist einfach Fakt. Man muss überlegen, früher sind die Leute, wenn die was rumschießen wollten, sind die zu COD gekommen. Das war das gehypteste Spiel mal. Da können wir uns ja gar nicht mehr dran erinnern. So bis 2012 war COD immer so das gehypteste Spiel. Und genau als ich mit YouTube angefangen habe, war der Hype irgendwie weg. Außer natürlich bei Black Ops 2. So, das war das letzte Jahr, wo man den Hype nochmal so ein bisschen irgendwie nachempfinden konnte. Gut, jetzt sind wir bei dem Punkt dann irgendwann angekommen, wo die neuen Spieler zu Fortnite gehen. Und das heißt, nur die richtig krassen Tryhards bleiben in COD. Dann hatten wir noch die Aufsplittung, weil ich rede hier nur über Multiplayer. Dann hatten wir noch die Aufsplittung, es gibt relativ wenig, die Only Zombie spielen, aber für Only Blackout ist mittlerweile eine große Community entstanden. Deswegen wollte ich euch mal fragen, wenn ihr ein Blackout-Video von mir sehen wollt, schreibt in die Kommentare Hashtag Blackout und dann mache ich das auch nochmal. Genau, und das heißt, ihr müsst euch vorstellen, also das ist jetzt meine Theorie, ne? Das sind alles Theorien, die ich hier äußere, ich will hier um Gottes Willen nichts versprechen, aber ich glaube, dass viele der schlechten Spieler oder der schlechteren Spieler, weil einfach Battle Royale so hart im Hype ist, eher zu Blackout gegangen sind. Das heißt, die Leute, die diese ganzen Hürden nehmen, um irgendwann im Multiplayer zu landen und dann müssen sie auch noch deine Playlist auswählen, das heißt, die Noobs, die sind durch 5 Filter gegangen. Fortnite, Spielmodus, COD kostet, Playlist. Und wenn die durch alles durchgekommen sind und das Skill-Based Matchmaking euch durch Zufall auch noch in dieselbe Lobby bringt, dann habt ihr mal ein paar Noobs. Das heißt, es ist quasi unmöglich. Und das ist eine Sache, die zusammen mit dem Orbi, weil mit dem Orbi hatte man immer die Chance, auch guten Spielern was zu drücken. Es ist doch so, für mich ist COD Black Ops 4 nicht so interessant, weil du durch Spezialisten und den fehlenden Orbi die Chance einfach viel seltener hast, eine Nuklear zu erspielen. Und ohne Nuklear spiele ich kein COD. Ich spiele auch kein Dart, um am Ende das Doppel nicht zu treffen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so. Natürlich gibt es auch Leute, aber ich glaube, wir alle, diese letzten Überreste dieser gigantischen COD-Community, die es mal gab, wenn du dieses Video schaust, dann gehörst du dazu. Wir sind quasi die Letzten und wir sind auch einfach alle nicht schlecht, glaube ich. Und diese ganzen Casuals, die kommen da jetzt einfach gerade nicht und das sehe ich auch in den nächsten Jahren nicht. Und mir macht es einfach Spaß und ich glaube auch, dass viele von euch schon Nuklears hatten und dass viele von euch, natürlich nicht alle, man muss auch nicht Nuklear gehabt haben, aber dass auch viele von euch dieses Bashen geliebt haben. Und das fehlt. Du kannst nicht bashen. Du spielst 5 gegen 5. Und warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dieses Video zu machen, Alter, die machen das ganze Spiel 5 gegen 5, machen es also langsamer. Okay. Und dann bringt die den Arena-Modus immer noch nicht, Ende Januar? Das hat das Spiel für mich, das ist nämlich der Punkt, also der es am meisten zerstört hat für mich. Die Patches. Fortnite, okay, natürlich gibt es da Bugs, die nicht rauskommen, aber die machen viel bei Epic Games. Die machen das, die machen das, die machen das und dann retten die wieder so ein paar Sachen. Bei COD, sorry, sehe ich das gar nicht gerade. Bei COD sehe ich das anders. Bei COD bringen die den Arena-Modus, der auf einem 5 gegen 5 Spiel basiert. Das heißt, die haben ja schon den normalen Spielmodus geändert, um wie bei League of Legends oder CSGO den Competitive Spielmodus zumindest in der Spieleranzahl zu simulieren. Das ist nämlich der einzige Grund, für mich ist das der Grund. Bei CSGO spielst du Public genau wie in Competitive, wobei ich glaube bei Public ist es vielleicht, du kannst ja diese Public Ranked Liste zum Beispiel auswählen und dann fühlt sich das wenigstens an wie ein Ranked Match. Bei LoL auch. Bei LoL fühlt sich auch an wie ein Ranked Match. Aber bei COD war das einfach noch nie so. Dann haben die jetzt die Spieleranzahl gesenkt, um dieses Gefühl zu erschaffen. Und auf einmal fehlt aber der passende Spielmodus dafür. Versteht ihr, was ich meine? Und das fuckt mich richtig ab. Das ist für mich der größte Minuspunkt. Jetzt haben die natürlich diese Playlist da reingepackt. Aber ich lese viel auf Twitter und die meisten fanden die Playlist nicht gut. Die meisten fanden diese Pro-Playlist nicht gut. Und da frage ich mich doch einfach, warum kommt das erst im Januar? Wenn ihr 3 Jahre entwickelt, ihr könnt mir nicht erzählen, und ich bin Fan und ich habe Freunde, die bei Activision arbeiten, aber könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr das erst Ende Januar, Anfang Februar schafft, diesen Modus, auf den sich so viele Leute freuen, ins Spiel zu bringen. Natürlich sind es auch wieder die wenigsten, aber für Leute wie mich hat das immer motiviert, das zu spielen, weil du hattest da zumindest mal ein Ziel und du konntest mal auf Win spielen, wenn du schon in Public nichts hingekriegt hast, weil Public ist so vom Niveau, wie bei Black Ops 2 Liga war, nur dass du bei Black Ops 2 noch Public spielen konntest, was gegen die größten Bollos war. Und jetzt spielst du Team Deathmatch gegen die Leute, gegen die du früher Liga gespielt hast vom Niveau. Und das ist, glaube ich, die Sache, das ist sogar Punkt 1. Ich glaube, die Spezialisten, der fehlende Orbi, schön und gut, aber Punkt 1, der wirklich, der signifikanteste Punkt ist für mich der
dass die Spieler einfach zu gut geworden sind, weil die Casuals, die eigentlich quasi ja ins Weihnachtsnoobs, ins Weihnachtsnoob-Business einsteigen, weil Oma dann doch mal das Geld für eine Playsy locker macht. Ich stelle mir immer vor, dass die dann zusammen mit ihrer Oma Splitscreen spielen, dass man genau gegen diese Leute dann spielt und sich feiert für eine Nuklear, aber ist ja auch egal. Das ist halt COD. Das ist COD, wie es sein sollte. Und jetzt ist COD halt so, du gehst in die Lobbys, du wirst krass abgefuckt, du musst dich wirklich, also wie die Leute da teilweise mit den harmlosesten Gamertags und Level 20, wie die da Gas geben, das ist ja krass. Und das ist so das, was es für mich einfach schwer macht. Und ich glaube, dass Fortnite irgendwann auch diesen Punkt erreicht. Und dann kommen wir das nächste Spiel. Aber ich denke, das wird so 6 Jahre. Also ich sage, 6, 7 Jahre wird das safe dauern. Weil Fortnite hat einfach was geschafft. Das habe ich so noch nie gegeben. Man muss es einfach mal sagen. Ich weiß, dieses Video wird alleine schon ein paar Dislikes bekommen von COD-Fanboys, die dieses Gelaber, was ich hier sage, nicht ertragen können. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, woran es für euch gescheitert ist. Und da kommt noch ein Punkt. Und zwar, viele sagen ja immer, in den ersten COD-Videos pro Jahr, genau, das wollte ich nämlich noch sagen, und ich wollte nämlich den Vergleich mit den alten CODs noch ziehen. Ich sage immer in den ersten Videos, das wird mein Jahr, und das ist ein gutes Gefühl, weil es ist auch nicht gelogen. Ich habe dieses Gefühl immer am Anfang. Die ersten Monate waren richtig geil für BO4, auch auf YouTube. Es hat einfach Spaß gemacht, die YouTube-Videos in BO4 zu machen. Bei WW2 und vor allem bei Infinite Warfare, fragt mich nicht, warum ich immer hochgucke, weil da liegen die ganzen Hüllen. Ich gucke auch gerade die Infinite Warfare-Hülle an. Gerade bei Infinite Warfare, da dachte ich ganz schnell schon so, oh. Oh oh. Und da haben die Klicks auch nicht gestimmt. Die haben bei BO4 gestimmt, das muss man sagen. Das ist wirklich krass. Das heißt, es gibt eine Spieleranzahl, die da auch Bock drauf hat. Und deswegen mache ich auch weiterhin Videos für BO4. Weil es einfach diese Community noch gibt und ich will noch ein Teil davon sein. Aber bei Infinite Warfare und bei WW2 war ich ja von Anfang an skeptisch. Da habe ich ja immer gesagt, Zweiter Weltkrieg, das will keiner mehr spielen in einer Zeit, wo es einfach andere starke Titel gibt. So, aber BO4 hätte ein paar Entscheidungen anders treffen müssen. Einfach den Orbi reinpacken können, das Skill-Based Matchmaking raus, damit jeder die Chance hat auf eine gute Runde und den Arena-Modus von Anfang an. Und ich schwöre euch, wir hätten eine andere Zeit gehabt. Aber man soll ja niemals nie sagen, bei BO3, das werde ich nie vergessen, waren die aktivsten Monate auf YouTube, nicht nur bei mir, sondern auch zum Beispiel bei Aimbrot, der Februar und März des Folgejahres. Das heißt, das wäre jetzt umgerechnet, wir müssen ja einen Monat abziehen, weil das Spiel einen Monat vorher rausgekommen ist. Wäre das ungefähr, ja, doch jetzt ab Februar. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt, Leute. Nächste Woche kommt hoffentlich das erste Kronos-Trainingsvideo mit meinem Team. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich hoffe, das Video hat euch heute mit dem Oldschool-Gameplay im Hintergrund gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne ein Like da und ein kostenloses Abo. Checkt gerne meinen Partner G2A ab. Ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.